Leute, was geht ab? Balkan Express wieder weg mit einem neuen Video. Ich war gerade fort mit meinem Opa und natürlich haben wir was zu Silvester gekauft. Meine Mutter ist gerade mit Tschechien, mit meiner anderen Familie und es ist gerade 12:35 Uhr. Ich präsentiere heute meinen Einkauf für Silvester. So, wir fangen mit etwas chilligerem an, Leute. Wir haben hier solche Baby-Raketen, die explodieren in der Luft. Solche, die sind doch sehr gut, Leute. Halt, wir haben etwas nur für meinen kleinen Bruder gekauft und auch ich schieße auch sowas zu Langeweile. Dann haben wir hier, what the fuck was that? Aha, warte, was sind die überhaupt? Knallerbsen, ja, wie ihr hier unten sehen könnt. Jeder weiß doch, was Knallerbsen sind, die sind wirklich laut. Und dann, Leute, haltet euch fest, die sind auch sehr gut, eine meiner Favoriten. Das sind die hier, ich habe leider aufgemacht. Das sind die Lady Cracker, Leute, die haben so eine Kette hier. Und die können explodieren. Die haben es echt in sich, Leute. Würde ich mal so behaupten. Dann haben wir solche von Nico. Silberwirbel. Die sind auch sehr gut. Die sehen so aus hier. Ich habe gedacht, die sind Kugeln, aber die sehen so aus, Leute. Ja, Leute, das sind die. Machen wir ruhig weiter. Wir sind bei denen hier stehen geblieben. Die sehen genauso aus. Ja, eigentlich mehr zu sagen brauche ich gar nichts. Die drehen sich im Kreis. Ja. So, dann habe ich hier das hier. Das sind auch Knallerbsen. Ja, das sind die hier, das sind auch Knallerbsen. Dann habe ich das sind auch Knallerbsen. Wir sind wirklich, egal Leute, wenn es, weil so viele Knallerbsen sind, mache ich wenigstens eine auf. Ne? Das sind die Knallerbsen. Ja, Leute, ich habe gerade eins aufgemacht. Hier sehen Sie, die sind so aus. Jeder weiß, ich mache mal eine kaputt. Nein, warte, egal, ich mache einfach so. Habt ihr es gehört? Das waren diese, weil es ja so viele waren. Das sind diese 50 Stück sind hier drinnen. Und ja, Leute. So, Leute, jetzt haben wir solche hier. Kann man nicht sehen. Ja, 1 Euro gekostet. Was kann ich dazu mehr sagen, Leute? Und das sind meine Favoriten. Na, die sind wirklich sehr gut. Die sind doch oberdünn. Das ist diese Speedy. Ich glaube, ihr seht das nicht. Die sind auch sehr gut. 6 Stück. Haben wir auch voriges Jahr getestet, Leute. Die waren wirklich sehr gut. Wir haben dieses Jahr, dann haben wir das auch von vorhin. Ja, die sind auch wirklich sehr gut. Ich habe mir einfach, oh, und die Leute, die sind auch sehr gut. Ich glaube, das sind wirklich gute Bienen. Dann haben wir diese Wirbelringe, ihr wisst ja schon, diese. Ja, dann haben wir diese, ich glaube, die explodieren, oder? Ja, ich glaube, das sind die lautesten von alle, weil da, das sind wirklich einer der lautesten jetzt, die wir hier momentan haben. Die sind wirklich eigentlich verdammt laut. Verdammt laut, Leute. Klein, Leute, ja, das haben wir von vorhin, Leute. Und ja, das haben wir von vorhin. Und so sieht dann halt mein ganzes Einkauf aus, Leute. Das ist das, was ich halt hier habe. Das sind die Favoriten von mir diese hier. Meine Oma ist wieder am Brühen. Tut mir leid, Leute. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like nach oben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Wenn ihr meine Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, bestätigt die Glocke und folgt mir auf Instagram. Ich heiße dieser einer Vla, Leute. Ja, Leute. Und ja, Leute, ich habe gerade von erfahren von den schlauesten Jungen der Welt, dass meine Mutter nach Tschechien gefahren ist. Und noch viele Sachen mehr kauft, weil das ist ja nur kleine Kinder. Ich meine, what the fuck, Leute. Ihr wisst ja, was ich meine, das ist für meinen 6-jährigen Bruder, den zeige ich nicht. Ja, Leute, ja. Ja, er ist 7. Und das ist einfach alles für ihn. Ich werde auch schießen. Meine Mutter hat für mich Boom Boom Cobra 6, irgendwas. Und Leute, ich werde doch meine Waffe präsentieren, wenn sie kommen wird, halt meine Waffe, ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, bestätigt die Glocke, folgt mir auf Insta, dieser stolze Bla. Jimmy, komm mal kurz in die Kamera her, ins Bild meinte ich. Ihr wisst ja, Jimmy, das ist mein Bro, folgt mir auf Insta, wie heißt du, Jimmy? Stolzer Bla. Ja, Leute, du kannst doch wieder verpissen, okay, Leute. Stolzer Bla, folgt mir auf Instagram. Gönnt euch.
Ja, gönnt euch, Leute. Was ich sagen wollte ist, ja, ich werde doch meine Waffe präsentieren. Das ist eine Luftpistole oder keine Luftpistole. Auf jeden Fall wird sie Vollautomatik sein. Und ja, Leute, mein Bruder wird auch bekommen. Ich werde meine und von meinem Bruder präsentieren, Leute. Es wird mich sehr freuen. Und natürlich morgen kommt ein neues Video, Leute, wie ich das natürlich alles schieße. Ich präsentiere dann noch einmal, wo ich die Namen von denen sage, so Nico. Ich werde auch meine Dumbum, meine Cobra 6 und wenn vielleicht kommt, ich werde natürlich heute noch meine Waffe präsentieren, Leute. Das war jetzt einfach gar nichts, das war jetzt nur so. Aber heute werde ich meine Waffe präsentieren, Leute. Ja, wenn es euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst ein Abo da. Ja, abonniert meinen Kanal, lasst ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, was ihr so zu Silvester geschossen habt, würde mich sehr interessieren. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Valkyra Express geht wieder back. Und wir sehen uns nächstes Mal bei einem neuen Video und Peace!